Auch nach 4 Monaten Krieg gibt es in Sarajevo noch immer Zeitungen. Mit einer Auflage von etwa 12.000 Stück ist der Oslobodzhenje die größte Tageszeitung, die im Moment in Sarajevo erscheint. Das Redaktionsgebäude liegt mitten auf der Frontlinie, die durch die bosnische Hauptstadt führt. Es wird nicht nur von der serbischen Artillerie beschossen, sondern vom Stadtteil Necarici aus schießt man auch täglich auf die Menschen, die hier arbeiten müssen. Der Weg zum Zeitungsgebäude ist gefährlich, der Haupteingang gesperrt. Um die Redaktionsräume zu erreichen, muss man schnell und vorsichtig sein. 70% des Gebäudes ist völlig zerstört. Das war früher mein erstes Büro, aber nach den Granatangriffen habe ich ein neues in einem anderen Trakt bezogen. Nur 100 Meter entfernt stehen die serbischen Häuser, von denen aus man täglich auf das Zeitungsgebäude schießt. Am wichtigsten ist, dass die Rotationsdruckmaschinen und das Kernstück der Anlage noch unbeschädigt sind. Deswegen können wir weiter produzieren, aber nur so lange, solange wir genug Papier haben. Die Druckmaschinen im Keller arbeiten jeweils nur einige wenige Stunden im Morgengrauen. Hier werden auch die Magazinbeilagen für das Wochenende vorbereitet. Alle Redaktionsräume sind im unzerstörten Teil des Gebäudes untergebracht. Statt 2000 Angestellter wie in Friedenszeiten beschäftigt die Zeitung jetzt nur mehr 120. Wir arbeiten fast die ganze Nacht. Schon bei Tagesanbruch beginnt dann der Druck. Die Verteilung und den Verkauf führen wir teilweise sogar selbst durch. Ein kleines Redaktionsteam von etwa 20 Leuten bleibt jeweils für eine Woche Tag und Nacht im Gebäude. Die anderen Journalisten sind in der bosnischen Hauptstadt unterwegs. Die Kollegen aus der Stadt und an der Front geben uns ihre Reportagen per Telefon oder Fax durch, von bestimmten Stützpunkten aus, die wir in der Stadt aufgebaut haben. In der Zeitung haben, wie in Sarajevo üblich, immer Menschen aller drei ethnischen Gruppen gearbeitet. Auch jetzt gibt es Serben im Team, problemlos, wie uns gesagt wird. Wenn es um die Arbeit geht, dann hat es überhaupt keinen Einfluss, was jemand ist. Wir versuchen einfach, professionell zu sein. Das Zeitungsgebäude liegt direkt an der Frontlinie. Politisch will man vor allem Bosniens Einheit bewahren. Oslobodzhenje ist eine ganz unabhängige Zeitung. Wir haben die Zeitung sogar privatisiert und ein großer Teil gehört jetzt sogar den Arbeitern. Vielleicht auch deswegen wird das Gebäude nach wie vor täglich von allen Seiten beschossen.